Okay, liebe Leute, das ist der Fahrradladen. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Kommt mal mit, schaut euch das mal an. Wir haben hier einen Laden im Kellergeschoss in Berlin, Nordneukölln. Und ja, wir haben ungefähr 200 Fahrräder hier unten. Das glauben die meisten nicht, wenn sie von oben hier vorbeilaufen, dann sieht das ja immer so klein aus. Man guckt hier runter und sieht nicht viel. Und ja, hier hängt das erste schon mal. Welche Farbe? Jetzt ein paar Leckereien. Ja. Das ist für alles, ist gesorgt. Wir haben hier reichlich Deko überall. Musik haben wir auch da. Ja. Ja, da hängen die nächsten Räder, das sind irgendwie Neuaufbauten, also alte Rahmen, die dann neu lackiert wurden, gestrahlt, Pulver beschichtet und in diversen Varianten, Farbvarianten jetzt aufgebaut wurden. Hier mal, ja, das war mal ein Peugeot, das kann man aus dem Peugeot machen, ja, wenn es nicht mehr so schön ist und wenn man viel Geld investieren möchte. Ja, aber jetzt kostet am Ende dann doch, also dieser Aufbau hier kostet, wie waren es bei dem, 700. Ja, bei mir, aber auch nur, weil ich die Arbeitszeit nicht mitberechne. Also das Material kostet 700 ungefähr. Man sieht gar nicht, wo das drin verschwunden ist, aber es summiert sich so unheimlich schnell, die Teile. Und der Laufradsatz war sehr teuer. Bei dem sind es sogar 964. Deswegen ist jetzt so ein krummer Preis bei dem hier. Ja, 964 Euro dafür war die Summe der Teile im Einzelnen. Wenn man es wenigstens so verkaufen würde, würde ich 964 Euro bekommen tatsächlich. Ja, also natürlich der Lack, den lasse ich machen. Der kostet ja auch noch mal 120 ungefähr. Zweifarbig, wunderschön, wunderschön gemacht. Ja, wir haben aber auch günstige Räder. Also wir haben ja hier sowas hier, wie den Stadthobel, den habe ich jetzt gerade fertig gebaut für 60 Euro. Ja. Ganz klassisches Rad für die Stadt. Drei Gänge, jetzt wieder funktional, jetzt wieder mit Pedalen dran. Jetzt wieder mit Luft in den Reifen und jetzt auch wieder mit einer funktionierenden Bremse. So eine Sachen machen wir hier. Ja. Mickey Mouse Telefon ist auch dabei, ist schon bekannt, da haben wir schon ein Fotoshooting hier gehabt. Da wurde gut eingesetzt. Ja. Für Sherlock Holmes, die Band aus Berlin. Ja, ich habe auch kleine Mofas hier. Allerdings mehr als Deko, als zum Verkaufen. Eine KTM Foxy ist das, eine Original KTM Foxy. Ein bisschen Kunst, ein bisschen Antiquitäten, ein bisschen Kram, ein bisschen Krusch, deswegen sieht es hier auch immer voll aus. Die Mieträder habe ich jetzt gerade reingebracht. Ja, aber die müssen halt nicht draußen stehen und rumgammeln. Habe ich fertig gemacht und boah, stehen jetzt hier auch im Weg rum. Das ist der Laden. Wenn so Schnappschüsse, die im Laden gemacht wurden, der Laden im Wandel der Zeiten sozusagen. Ja, wenn man da mal guckt oder so, ist unglaublich, was da alles passiert. Das ist der Tommy, ja, da war er noch jung und hübsch, ne, vor 3 Jahren. Ja, und so Gäste, die uns besucht haben und alles. Also so eine Geschichte, ne. Ja, so was haben wir hier. War auch interessante Sachen. Guck mal hier. Da ist der Alex, den kennt er ja auch schon. Er hat das Fotoshooting auch gemacht, Charlie Holmes. Naja, und ein paar meine Tochter natürlich. Jetzt, ja, also. Nam, Salem, jetzt sind alle bekannte. Den kennen wir auch. Ah, die schönen alten Räder. Das war mal der Vorraum hier vorne. Das sah auch mal so aus. Ich bin ja so ein Typ, ich baue immer um. Zum Leidwesen meiner Frau baue ich immer sehr gerne um. Es bleibt nie lange so, wie es ist. Ja? Also es wird oft umgebaut bei mir. Wahnsinn. Die Tür mussten wir mal flicken. Da haben wir es mal eingebrochen und dann haben wir gleich alles gemacht an der Tür. So, jetzt sind meine Praktikantinnen. Die waren hier. Verbogene Gabel. Ja. Ja, genau. Das war der Laden im Sommer. Da schraube ich auch mal draußen, so wie da. Na, da sind wir draußen am Schrauben. Und ja, haben auch mal gegrillt und so eine Sachen. Also, hier geht immer ein bisschen was los. Kann man nicht mal ein Video drehen, ohne dass was passiert. Ja, dann geht das hier weiter. Dann haben wir hier unseren Sportbereich. Die Boxbirne. Der Boxsack, wir haben alle da,
Rucksack. Sprossenwand mit Expandern. Gewichte liegen hier auf dem Boden rum. Halt dabei. Noch mehr Gewichte. Unser Materiallager. Total chaotisch, wie immer. Ein Lager muss so aussehen. Ja, und dann kommen hier die ganzen Räder. Dann haben wir hier ein paar bisschen Retro-Räder, Retro-Radabteilung. Ja. Das ist der Fahrradladen. Die haben auch ein geiles Klapprad-Tandem. Im Sommer mit schön fahren. Freut mich schon mit der Familie. Klappräder sind sowieso ganz nett. Ne? Ein paar Klassiker hier wie Kawasaki Green Team von 89 im sehr schönen Zustand. Bis auf den Sattel, jetzt nicht original. Dann hier das Riesenlager an Fahrrädern. Ein paar Räder, die wir für die Vermietung für Filme haben hier, sind auch ein paar auch schon weg gewesen. Na, bei alten Filmen, oder bei großen Kinoblockbustern sogar, für Cloud Atlas hatten wir mal eins vermietet. Ja. Und ja, da kommen so ab und zu die Leute von der Requisite und wollen die Räder mieten. Und da habe ich eben hier, weil ich so viele habe, sind ja wirklich über 200 hier unten in diesem Keller, kommen die gerne bei mir vorbei und holen mal eins ab. Ich glaube, das war bei Cloud Atlas, ist ja nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ist auch schon eine Weile her, wo sie den gedreht haben. Keuner, ja. So ist es, so sieht's aus, das ist der Fahrradsalon. Alle da, wir haben hier Kuwahara, wo die Straße endet, beginnt Kuwahara. Räder haben wir da. Die schönen alten letzten Corona, in wirklich schönen Zustand, ja. Leider mal überlackiert worden, ja, aber nach dem Krieg, also schön überhaupt, dass man das hier mal, also, so sieht man nicht normalerweise. Corona. Ja, was haben wir hier noch? Die Privaträder hängen hier natürlich auch mal mittendrin. Tandems macht die ja sehr privat. Deko, wie man sieht. Das ist ein GT. Geiles Rad. Ach, genial. So genial. Ja. Mein Müsing, privat. Mein Klein, privat. Und meine Rampensau, privat. Brauche ich aber nicht mehr fahren, habe ich beim letzten Mal tatsächlich kaputt gefahren. Das Ding ist im Arsch. Funktioniert nicht mehr. Der Rahmen ist durch. Hinten ausgerissen, der Bremssockel. Das war vorbei. Bin auch so eine fette Sau geworden. Funktioniert sowas nicht. Ey. Na, so ist das. Das ist das Ende hier vom Lied. Da hinten liegen noch ein Haufen Rahmen, aus denen ich mal einen Zaun bauen wollte. Das ist das. Das sind klassische Räder. Die Mieträder kommen hier alle wieder raus. Alles, was hier im Weg steht, alles, was hier so rumsteht, hier unten, das kommt alles wieder raus. Ja, im Sommer. Das steht vorm Laden und wird dann freigeboten. Und ja, so ist das. Das ist der Laden. Habt ihr mal gesehen? Im Sommer kann man so ein Video ja nicht machen. Da ist nämlich zu viel los. Sitzen hier überall Leute rum. Und so, ja. Hier hinten gucken sich Räder an. Vorne sitzen sie. Kommt YouTube, machen Sport. Sportliche Aktivitäten werden dann hier gestartet. Auch das ist alles. Ja, aber jetzt bin ich alleine. Eigentlich auch immer ganz schön. Manchmal dann auch langweilig relativ schnell. Ja, muss man immer sehen, so ist das dann. Ja. Es gibt ja schon einige Videos noch aus dem da gesehen, da sind immer Leute da eigentlich. Da sind immer Leute. Heute Vormittag ging schon die Sau ab hier. Oh. Ja, da sitzen sie. Der Kommissar aus dem Tatort oder so sitzt da auch mit bei. Ja, kommen auch alle zu uns. Wie auch immer. Ich kenne die alle nicht, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Ich sage ihm nur den Tag, wenn er kommt. Kunde. Ja. Ja,
Das war's. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben in diese chaotische Welt, in den Berliner Untergrund, diesen chaotischen Berliner Untergrund. Ja, dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich das hier jetzt angucke und ob ich das nicht gleich wieder alles lösche oder eben doch hochlade. Ist ja scheißegal, warum nicht? Natürlich, ist doch eh alles Schrott. Ja, so ist das dann. Jetzt geht das halt wieder von vorne los. Okay, dann sehen wir uns. Ja, wir sehen uns ja. Der Stream läuft ja. Ihr könnt ja weiter gucken. Ihr könnt den Stream euch angucken. Da seht ihr auch, wie ich das Video drehe. Ja. So eine Sache. Alle. Das ganz normale Leben in einem Fahrradladen. Das ist Fakt. Sollte aber auch nichts anderes sein. Ne? Schauspielerei kann ich nicht. Nie gelernt. Also bis zum nächsten Video. Oder bis zum nächsten Besuch bei uns. Vielleicht habt ihr einen platten Reifen mal. Ich meine, warum nicht? Ist doch Berlin. Warum habt ihr keinen platten Reifen? Kommt einfach vorbei. Ich repariere den. Gerne. Also bis später. Ciao.